heisst du? Sarah. Sarah und? Ich bin der Reto. Sarah und Reto. Gut, und was spielen wir um deine Haare? Du bist dabei? Ja. Gut, also. 5 Rasierer, hä? Einer geht. Mit welcher Kleidung, ich laufe immer weiter weg, aber ich laufe schon noch, mit keinem Schiss. Mit welcher Kleidung sind die griechischen Athleten zu ihren Wettkämpfen angetreten? A. Leinentunikas, die über die Hüfte gerollt worden sind, oder B. Wir kennen sie, sie waren nackt. Griechen. Hey, Griechen haben nicht nackt gekämpft, oder? Die Olympiade. Die wären dekadent genug. Ja gut, dekadent schon, aber das Praktische, man stellt sich jetzt mal einfach vor, zum Beispiel, einer, der Diskus wird. Mit Leinentüchern oder nackt. Und dann es gibt ja eine unglaubliche Unwucht, oder? Dann so. Ja, das stabilisiert sich sicher irgendwie, würde ich sagen. Okay, dann haben wir einen Speerwerfer. Gehen wir auf Risiko und Speerwerfer. Und der ist nackt. Und dann macht er so, ich meine, das ist die Verletzungsgefahr gigantisch. Warum soll jemand nackt Speerwerfen? Überlegt euch das. Also gut, ich will euch nicht beeinflussen. Jo, nackt. Das sind das nicht. Es wäre lustig, wenn es nackt gewesen wäre. Sie sind nackt gewesen. Sie sind nackt gewesen, leider. Wie oder was hat vor 1856 von Diemens Land geheissen. Was hat vor 856 von Diemens Land geheissen? Australien oder Tasmanien? Vor 1056? 1856. Wie ist das geschrieben? Wie? Von wie viel? Von Diemens Land. Von Diemens Land. Erstaunt, die Fachfrau. Ja, Fachfrau. Eigentlich können eigentlich sagen, was sie wollen, weil sie weiss es eh niemand. Es war Australien. Ah. Gut. Tasmanien. Tasmanien. Aber weißt du, der Trost ist, es hätte es niemand gewusst. Also, das ist peinlich. Mitte. No, sie schaut mich ganz böse an. Nein. Das gehen alle. Aber nur einer rasiert wirklich. Sind ihr ein Paar? Nein. Was? Nein. Wie grösse würde da gut passen? Ja, warte mal. Machen wir so. Das gehen die alle weg. Ich will schauen, wo der Ansatz ist. Hast du nicht nicht? Nein, hast du nicht. Nee, hast Glück gehabt. Nein. Du schaust dich ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt. Du, aber ich kann das sagen. Schau mal, wie du ankommst. Jetzt geht aber alle weg.